Patrick, 2:0 noch gedreht. Ja, sag mal was zum Spielverlauf. Ist ein geiles Ding am Ende noch geworden. Ja, das auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit, da waren wir noch nicht ganz so richtig wach und haben uns anstecken lassen von dem harten Spiel, waren da, sind auch nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen. Es hat auch, glaube ich, keine gelbe Karte am Anfang gegeben. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir uns eigentlich gut wieder reingekämpft. Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, ja, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, ein bisschen mehr machen, mehr wollen, den Sieg wollen. Und das wollten wir dann auch. Und dann so haben wir das Spiel dann noch in der zweiten Halbzeit gedreht. Ja. Du hast gesagt, dass es relativ hart war. Kannst du mehr dazu sagen? Ja, also der Schiedsrichter natürlich, als Schiedsrichter ist nicht immer einfach, so ein Spiel zu pfeifen. Gerade wenn zwei Mannschaften auf die Knochen gehen. Und, aber er hat sein Bestmögliches gegeben. Natürlich auch menschlich, dass Fehler passieren. Menschlich auch, dass wir Situationen anders sehen. Aber ja, es war ziemlich hart. Ja. Aber den Schiedsrichter, den habe ich schon als ein relativ außergewöhnliches Original wahrgenommen. Wie hast du es gesehen? Das auf jeden Fall. Also, er war ein sehr kommunikativer Typ. Hat immer seinen Senf dazu gegeben. Aber ich bin froh, dass wir noch Schiedsrichter hier bei uns im Kreis haben und das muss man auch wertschätzen und dann trinken wir jetzt nachher mit ihm zusammen ein Bier und dann hat sich das auch erledigt. Du hast ja mit dem Yannick Gräber das Traineramt provisorisch jetzt übernommen. Der Vorgänger Tim Konrad ist umgezogen. Kannst du mehr zu den Hintergründen sagen? Ja, jobbedingt war das... hat ihn nach Berlin, sein Weg führt ihn nach Berlin und dann wurde die Frage halt gestellt oder beziehungsweise wir wurden gefragt, ob wir das gemeinsam machen möchten und da wir beide uns was an dem Verein liegt, haben wir gesagt, das machen wir und wir spielen beide noch aktiv und haben das ganze Traineramt jetzt hier in der zweiten Mannschaft übernommen. Und was kannst du jetzt nach einer Woche schon sagen über dieses Traineramt, wie es klappt? Ja gut, so ein Traineramt hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich bin ich froh, wenn oder der Yannick auch, wenn alles klappt, wenn die Leute ins Training kommen. Aber wir befinden uns halt in der B-Klasse im Amateursport. Da ist halt nicht immer selbstverständlich, dass jeder ins Training kommt und auch jobbedingt. Aber es macht Spaß nach einer Woche. Muss ich sagen, jetzt Einstand mit dem geilen Spiel. Drei Punkte, drei wichtige Punkte eingefahren. Also absolut im Soll. Ja. Und kann es sein, dass ihr dann fest im Traineramt bleiben werdet? Ja, das kann ich jetzt nur jetzt sagen. Also die Saison ist noch lang. Wir schauen es jetzt mal. Wir machen das jetzt erstmal übergangsweise. Und wenn wir erfolgreich sind, wieso nicht? Also müssen wir abwarten. So, wie geht es jetzt weiter für euch, für eure Mannschaft? Jetzt gehen wir erstmal in die Kabine, dann holen wir den ersten Rahmen. Und dann wird erstmal ein Bier gezischt und dann feiern wir heute Abend noch ein bisschen. Patrick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Ja, danke schön.